Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Two Point Hospital. So, hier haben wir noch dieses ganze... so ist besser. So, wir haben hier so ein bisschen die Räume umgebaut. Das ist nicht mehr ganz so schön wie vorher, weil wir diesen Raum brauchten. Na, jetzt haben wir hier so eine blöde Ecke drin. Das folgende Gerät kann durch ein Upgrade Easy Scan. Was ist denn der Easy Scan überhaupt? Ist das hier der Easy Scan? Ja! Aha! So, Easy Scan ist geupgradet. Den konnten wir die ganze Zeit schon upgraden, wir hatten nur den Raum nicht gebaut, glaube ich. Guck mal, da geht einer da ran, guckt sich ein bisschen um. Ja, jetzt läuft's doch, oder? Da wartet. Wartet da wer? Wie viel warten da? Da wartet gar keiner drauf. Guck mal. Jetzt haben wir doch hier so. Besitze zwei Gebäude. Oh, wie mache ich denn das? Gebäude. Info? Ah, okay, jetzt haben hier wir diese ganzen verschiedenen Modi. Okay. Karte. Nee. Das war, glaube ich, zu weit raus. Wie können wir denn hier... Ach, wir müssen einfach nur draufklicken. Wir quetschen uns hier rein, wie bescheuert, und haben hier ein riesiges Grundstück noch. 75.000. Ah, hier schön den Kinderspielplatz wegrotzen, ne? Ja, dann nehmen wir erstmal hier dieses riesige Mega-Grundstück. Hier ist wieder euer Ricky Hawthorne. Ich bringe Talk, Musik und Nachrichten nach Two Point County. Das dauert jetzt noch eine Weile, bis es eröffnet. Krankenhaus empfangt, dann dreht mal ordentlich die Lautstärke hoch. Denn nichts übertönt das Gejammer kranker Menschen so gut wie die Stimme eines Weltklasse-DJs. Und er kommt wieder. Und wir machen weiter mit 42 Stunden Musik von den lustigen Hintergrundmusikanten. Haben wir denn das Personal, um Gespenster zu besiegen, Hausmeister? Ja, haben wir. Im Krankenhaus wurde ein Geist gesichtet. Ja, das Personal ist gerade beschäftigt. Der Geist kann da noch ein bisschen rumgeistern. Vielleicht nicht zu lange. Wie lange braucht er da noch? Bist du der Geisterjäger? Du bist der Geisterjäger. Oh, mach hin, komm. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Fertig da? So, Lady. Geisterjagd, bitte. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Hey, wo gehst du hin? Was ist denn das hier für ein Siff? Eklig. So, Beförderung. Ja, okay. Boah, aber. Hier 7000 rund, ne? Wollen ja nicht übertreiben. So, was sind jetzt hier? Ah, Gebäude ist fertig. Ah, schön. Dann können wir nochmal neu investieren quasi, ne? Dann können wir hier. Allgemeine Diagnose wird ein Krankenpfleger benötigt. Sind wir ein bisschen unterbesetzt? Wo sind denn die ganzen Ärzte? Personal. So. Ärzte. Einer ist da. Oh, und einer ist gerade mit einer schweren Operation beschäftigt. So. Mal weiter gucken. Entschuldigung. Falsche Taste gedrückt. Ich wollte nämlich gerade hier einmal die Dings ausprobieren hier. Wie hier. Und
Da waren dann doch eine Taste von mir mit dabei, von meinen Commands. Das war nicht so optimal. So. Aber ihr, eigentlich haben wir ja genug schon die ganze Woche in meinem Kopf, was ein bisschen unheimlich müssen ist. Wir müssen mal so ein bisschen vorher noch nie gehört habe. Auf die Knete gucken. Ha, nun ja, so, spielen wir erst einmal ein paar weitere Ohrwürmer. Die Gewinn-Verlust-Geschichte ist doch nicht so gut. Ne? Also Einnahmen und Ausgaben sind quasi gleich null. Kein Kredit, das ist gut. Aber wo sind denn hier Personal? Da, Personalstand, was ist das? Personalstimmung sinkt, ist aber in Ordnung. Personalenergie, Personalausbildung, Personalrang. Das war jetzt gar nicht so mein Interesse. Mein Interesse war mehr die Personalkosten. So, neue Krankheit. Kopfkrabbenbefall. Headcrabs. Ach, schön. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Kopfkrabbenbefall. Der Kopf des Erkrankten wird von einem parasitischen Krustentier, heißt er nicht parasitären, Krustentier eingenommen. Zum Glück gibt es eine Behandlung, bei der die Kreatur von ihrem Opfer getrennt wird, wodurch dessen Kopf gesund infektionsfrei zurückbleibt. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hier hinschicken. Ah, in die Entleuchtungsklinik. Geil, ich muss nichts Neues bauen. So, errichtet Krankenhausstufe 6. So, so. Dann gucken wir mal. Entleuchtungsklinik benötigt einen Arzt. Bauen wir hier mal eine neue Entleuchtungsklinik erstmal hin. Wie sieht's hier aus? Ah, geht doch. So, dann bauen wir jetzt hier nochmal eine neue Arztpraxis. Und zwar eine schön große, anständige. So, Moment. Das ist kitschig, oder? Nein, das machen wir nicht. So ein Kappes machen wir nicht hier. Nochmal. So. Ein Krankenpfleger wird gebeten, sich in die Apotheke zu begeben. So, dann kommt einmal hier die Tür hin. Schöne Fenster kommen hier hin. So. Da kann auch noch eins hin. Guck mal, schön. Der Aktenschrank. Ups. Dahin und da auch und da auch. Der Bürotisch. Hier schön. So, mit Fenster im Rücken. Nur vom Allerfeinsten. Da eine Pflanze. Da eine Pflanze. Wenn Ihnen Ihr Leben trist und farblos erscheint, dann essen Sie nicht abwechslungsreich. Treiben Sie keinen Sport und denken Sie nicht an Ihre vielen, vielen Probleme. Den möchte ich aber gerne freischalten. Verwenden Sie einfach Klarsicht von Holistics. Die ersten komplett natürlichen Multivitamin-Augentropfen. Wie viel haben wir jetzt noch? 85. Nicht 85.000, sondern 85. 48 geheime Zutaten werden garantiert in Ihre Augen gelangen. Klarsicht Augentropfen. So. Sehen Sie es positiv. Ein Mülleimer noch dahin. Nochmal. Schön. Guck mal. Bearbeiten.
war das? Schließen, da. Verkaufen. Ja, danke. So. Bearbeiten. Patienten, die die Krankenhausvorschriften missachten, werden gebeten, dies zu unterlassen. So. So, hier kommen noch ein paar Aktenschränke hin. Papierkorb kommt hier hin. Ups, Desinfektionsspender kommt hier hin. Und da noch ein Pflänzchen. So, jetzt nehmen wir das noch. Setzen das ein bisschen mittiger hin. Nach den Aktenordner, da scheißen wir jetzt mal drauf. Jawollo. Schön, damit ist das auch wieder etwas hübscher. Und wir haben hier eine zusätzliche Arztpraxis, die auch schon sehr gut besucht wird, wie ich sehe. Können wir hier mal einen neuen Wartebereich aufziehen. So, so, und so, so. Ach, Mensch. Die jetzt wieder weghetzen, ja? Wie nah kann man das denn daran setzen? Das ist zu nah. Madame, einmal aufstehen bitte. Danke sehr. So ist das nett von Ihnen. So. Ich würde echt gerne. Begeben Sie sich nach Betreten des Krankenhauses zunächst zur Aufnahme. Ich habe fast schon gedacht, dass das so ist jetzt. So, ups. Schöne Pflanze in die Mitte. Feini. Was haben wir da? Update zur Öffentlichkeitsarbeit. Sally Fick Blankets neuester Nachrichtenüberblick aus dem County wurde gerade veröffentlicht. Über unser Krankenhaus hatte sie nichts zu sagen, außer dass es existiert. Nun, das ist immerhin etwas. Wir müssen dem Krankenhaus etwas nachhelfen, wenn die Berichterstattung über uns in Zukunft positiv sein soll. Okay, Notfallstation. Nachdem ein Ultra-Bio-Bettwäsche-Sortiment von Holistics bei vielen Patienten Irritationen und Entzündungen hervorrief, müssen diverse Krankheiten auf Station. Okay, halte vier Patienten mit müden Knochen. Station, okay. Patienten treffen jetzt auf der Station ein. Da müssen wir auch eine größere Station hier bauen, mal. Zimmer. Station. Ein Krankenpfleger wird in der allgemeinen Diagnose verlangt. So. Kann man das schräg bauen? Nein, kann man natürlich nicht schräg bauen. So, einmal so. Einmal die Umkleide da in die Ecke. Jetzt die Betten. Noch Punkte hätte, würde ich auch den Nachttisch noch freischalten. Habe ich aber leider nicht. Leider fehlt es mir jetzt. So. Aktenschrank kann hier gerne noch hin. Das heißt einer. So. Abfalleimer genauso. Feuerlöscher ebenfalls. Und der Desinfektionsspender darf natürlich auch nicht fehlen.
mittendrin ein paar schöne Pflanzen, die die ganze Sache hier auch noch so ein bisschen mit aufpeppen. Ne? So, guck mal. Fein, fein, fein. So. Ist das nicht eine schöne Station? Herrlich. Die warten jetzt alle hier, oder was? Ein Patient haben wir da noch, ne? Na, ja, wird schon passen. Kriegen wir schon hin. Ist einer jetzt geheilt von denen? Nein, schade. Jetzt? Jetzt! Tatsache, da. Kommt der nächste rein? Ja, läuft doch. Und dann wird die neue Hightech-Station hier eingeweiht. So, erreiche Krankenhausstufe 6. Bald geschafft. Da kommt er. Gut. Das klappt. Okay. Dann kann die Station hier gleich weg. Die Toiletten reichen scheinbar aus. Was haben wir noch für Zimmer? Unsere rasende Reporterin Sally Fig Blanket hat eine neue Reportage über die Krankenhäuser von Two Point County gemacht. Ich habe offen gestanden noch nie eine ihrer Reportagen gesehen, aber ich höre, dass sie ziemlich gut sein sollen. Bleib dran, Sally. So, ach, siehst du, dann können wir mal hier. Wupp, wo haben wir da? Desinfektionsspender ist nie verkehrt, ne? Können wir denn mal einen hinknebeln hier? Oh, was haben wir da? Geschätzter Krankenhausleiter. Ein Sterne Krankenhaus, Glückwunsch. Okay. Diesmal können wir ruhig mal fortfahren. Ja, zumindest noch ein bisschen. Einmal jetzt hier noch die Desinfektionsspender so ein bisschen verteilen. Ne? Da kann ruhig noch einer hin. Direkt hier am Eingang. Pflanzen benötigen Wasser. Ist einer gestorben, da muss Desinfektion hin. So, dann kann hier noch einer hin. Zack. Da auch. Das ist schon wichtig, ne? Schön saubere Patsche. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. So, schon gewusst, Köln Krankenhaus. Oh, da, der ist aber zu Gange da, ne? Haben wir sie damit alle geheilt? Scheint so. Beförderung, ja komm. Ist ja nix. Müssen wir. Das Jahr ist fast vorüber. Ja, was können wir noch upgraden? Das hat eine Bitte. Normalerweise, was? Normalerweise machen sie keine Vorschläge, aber neulich hätte ich diese geniale Idee und muss dauernd darüber nachdenken, was, wenn wir Leute heilen würden. Wäre das nicht cool? Ja, fick dich doch. Herausforderung, heile 20 Patienten. Wow. Das machen wir doch mal. So. Okay, meine Freunde. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Oh, und die Preise machen wir auch das nächste Mal, oder? Ja, komm, die machen wir eben jetzt noch schnell. Machen wir direkt, zack, alle öffnen. Wow! Wir haben richtig viele Preise abgestaubt. Mega geil. Sogar den hier, Patientenpreis. Da, Patientenpreis, Patientenpreis, Patientenpreis. Okay, ich sage tschüss, bis dann.